Zehnter Eckstoß, wieder Bernd Wehmeyer von der linken Seite. Und Tor! Tor durch Dietmar Jakobs. 1:0 für den HSV. Fast mit dem Halbzeitpfiff, möchte ich meinen, denn nach meiner Uhr sind 45 Minuten um. Das tut natürlich gut für den HSV. Hier noch einmal die Szene. Bernd Wehmeyer und der Freistoß von Magath. Und Achtung, wir sehen diese Szene gleich noch einmal. Jakobs köpfte, das war in der 54. Minute und der schwedische Schiedsrichter entschied sofort auf Tor. Wir werden es gleich noch einmal in der Wiederholung sehen. Hier. Und das war das 3:0. Geschossen von Van Heesen in der 62. Minute. Ein glänzender Einstand des Hamburgers, der hier den HSV auf 3:0 in Führung bringt. Noch einmal die Wiederholung. Keine Abwehrchance für den rumänischen Torwart. Aber Johansson lässt weiterspielen. Das ist eine große Kontermöglichkeit für den rumänischen Meister. Mit eben sage ich es noch, der Spieler mit der Nummer 16, der eingewechselt worden ist, Zalna verkürzt. Der HSV führt nur noch 3:1. Ich glaube, dieses eine Gegentor, das reicht. Und wieder Möglichkeit 3 Rumänen gegen Hieronymus, Mulcescu. Er kann sich die Ecke aussuchen und er sucht sie sich aus. 3:2. Nun, in der Schlussphase dieses Spiels hat das natürlich keine große Bedeutung mehr. Das Spiel ist gelaufen. Hier noch einmal die Wiederholung. Keine Chance für Uli Stein.